Im Südtiroler Landtag finden sich mehr als 100 Kunstwerke. Diese umfangreiche Sammlung umfasst vor allem Arbeiten Südtiroler Künstlerinnen und Künstler, aber ebenso von solchen von außerhalb des Landes. Zur Sammlung zählen auch Fresken, darunter das bedeutende des aus Malz stammenden Künstlers Karl Plattner im Plenarsaal und Manufakte aus Murano-Glas. Ein neu erschienenes Buch in 4 Sprachen bringt diese Sammlung nun der Öffentlichkeit näher. Es wurde anlässlich des Tages der Autonomie vorgestellt. Wir haben hier im Südtiroler Landtag über 100 Kunstwerke, die eben auch in der Öffentlichkeit bekannt gegeben werden sollen. Aber wir haben auch Wert darauf gelegt, dass auch eine wissenschaftliche Arbeit dazu gemacht wird, dass es die einzelnen Werke auch entsprechend dokumentiert werden. Die Realisierung der hochwertigen Publikation, die mit Hardcover und Schuber versehen ist, wurde von Ottmar Thaler als Projektkoordinator begleitet und von Kunsthistoriker und Universitätsprofessor Markus Neuwirth herausgegeben. Beiträge lieferten weiters Landeskonservatorin Karin Dalla Torre, der Historiker, Archiviar und Ausstellungskurator Hannes Obermeier, der freie Autor und Glaskunstexperte Mauro Sperandio und die Kunsthistorikerin Francesca Taverna. Es geht nicht nur darum, das Ganze zu erfassen, sondern es ist wichtig, auch davon ausgehend abzuleiten, wie geht eine politische Leitinstitution um mit der Kunst, mit der sie sich umgibt. Die Südtiroler Autonomie ist ja begründet in der kulturellen Identität und deshalb hat dieses Thema bei uns besondere Bedeutung. Es ist auch wichtig, das wichtigste Kunstwerk innerhalb des Südtiroler Landtags zu erwähnen, Karl Plattner. Hier auf der rechten Seite sehen wir ein Stück davon. Er ist international einer der wichtigsten Künstler, sage ich jetzt einmal, von Südtirol. Jetzt nicht nur Italien, Österreich, Deutschland, sondern es meint auch wirklich international, insbesondere Brasilien. Das Buch Kunst im Südtiroler Landtag kann im Landtag in Bozen eingesehen werden und ist in digitaler Form auf der Internetseite des Landesparlaments unter www.landtag-bozen.org auf der Unterseite Veröffentlichungen des Landtags abrufbar.